Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der letzte Foundation-Vergleich steht an. Ich weiß, ihr habt sehr lange drauf gewartet, aber ich habe tatsächlich auch lange dafür gebraucht, wirklich ein Resümee zu ziehen. Und zwar geht es heute um die beiden Foundations Zoeva und Anastasia Beverly Hills. Mein erster Foundation-Vergleich war einmal die Zoeva mit der Hydrating Foundation von Fenty Beauty. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier gerne vorbeischauen. Mein zweites Foundation-Vergleichsvideo war dann die Urban Decay Stay Naked im Vergleich zu der Dose of Colors Meet Your Hue Foundation. Also das verlinke ich euch auch nochmal, falls ihr noch nach einer sehr guten matten Foundation sucht und vielleicht wissen wollt, was eher was für euch wäre. Ja, und heute kommen wir so zum Abschluss dieser ganzen Foundation-Welle, sage ich mal. Und das ist wirklich das ultimative Battle, weil nicht nur, dass die Verpackung fast identisch aussieht, das, was sie tun sollen, die Beschreibung. Also sollen beide halt einfach so ähnlich sein. Und das kann ich eigentlich auch bestätigen, aber dass es unglaublich schwer ist, sie miteinander zu vergleichen. Aber ich werde hier wirklich auf jeden kleinsten Punkt eingehen. Alles, was für euch wichtig ist, weil es gibt natürlich Unterschiede. Jedenfalls, wie es bei mir war. Auf Instagram habt ihr auf jeden Fall schon gehört. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, super gerne nachholen. Dass ich beide Foundations klasse finde und auch empfehlen kann. Das schon mal vorweg. Also bei beiden Foundations handelt es sich jetzt nicht um einen Flop. Ja, aber wie es eben auch ganz viele verschiedene Foundations gibt, gibt es auch ganz viele verschiedene Hauttypen. Ganz viele haben mir geschrieben, welche der Foundations sie einfach ganz klasse finden. Und dann gab es welche, gesagt haben, oh nee, die funktioniert für mich aber gar nicht und verrutscht total, wo ich bei mir eben genau das Gegenteil hatte, dass sie gar nicht verrutscht. Also es ist halt immer bei Foundations wirklich ein Ding. Nur weil sie für mich und meinen Hauttyp sehr gut funktioniert, heißt es nicht, dass es das für alle tut. Als ich euch die Zoeva Foundation in meinem ersten Video vorgestellt hatte, war sie noch nicht verfügbar oder online. Das heißt, es gab auch noch nicht so eine große Beschreibung. Ich hatte damals ein so Zettel mitgeschickt bekommen, wo ein bisschen was dazu stand auf Englisch, aber eben nicht viel. Jetzt mittlerweile auf deren Website steht ein richtig, richtig riesen Text mit einer wirklich sehr detaillierten Beschreibung und das würde ich euch ganz gerne mal vorlesen und dasselbe tue ich dann auch für die von Anastasia Beverly Hills und wir gucken mal, ob sie wirklich dasselbe versprechen. Erstmal Facts zu der Zoeva Foundation. Mega, sie ist sogar noch günstiger geworden, als ich es vermutet hatte in meinem alten Video. 26 Euro. Damit ist Zoeva tatsächlich von diesen ganzen Foundations absoluter Preissieger. Also finde ich richtig, richtig toll, dass sie das geschafft hat. Sie ist angereichert mit der nährenden Kraft des Hagebuttenöls. Sie soll natürlich und luminous aussehen. Für ein aufbaubares, seidig, glattes All-Day-Long-Finish. Einmal zur Zusammensetzung. Leichte Inhaltsstoffe, also es soll sehr, sehr leicht sein für ein seidig weiches, angenehmes Tragegefühl über den ganzen Tag. Olivenöl-Derivat, das zum Schutz der Haut beiträgt und gleichzeitig ihre Geschmeidigkeit und Flexibilität verbessert. Eine innovative, flexible Schicht, die hilft, die Haut zu schützen und zu perfektionieren. Mikrosphärische Puderpartikel mit Weichzeichner-Eigenschaften, die für ein makelloses Airbrush-Finish sorgen und nochmal mit Hagebuttenöl verfeinert, das ein angenehmes Hautgefühl und ein strahlendes Ergebnis erzielt. Also die Beschreibung ist halt echt krass. Also wenn man nur danach geht, denkt man, man hat hier die ultimative Mega-Foundation in der Hand. Sie kommt in 44 Farbnuancen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der kleinen Sache, die viele ein bisschen stört, sind diese so ein bisschen diese Farbtöne, beziehungsweise die Farben sich einfach verändern. Ich hatte welche, die haben schon geschrieben, ja, bei mir verändert sich das gar nicht doll. Tut es bei mir im Endeffekt erst einmal auch nicht. Das Einzige, was ich bemerkt habe, also ich habe jetzt am Ende des Tages die Farbe 70N, habe mir jetzt noch 40W, was ich da ein bisschen mit reinmischen möchte, weil mir einfach der warme Anteil ein Ticken fehlt. Genau, die 70N ist so, wenn ich sie jetzt auftrage, wirklich perfekt von der Helligkeitsstufe her. Aber es ist keine Foundation, wo ihr sofort ein Nachdunkeln oder ein Oxidieren seht, sondern es passiert sehr, sehr langsam und schleichend, sage ich mal. Also wenn ihr wirklich einen Ton ausprobieren wollt, und ich meine, es gibt die auf jeden Fall auch in Stores, dann schmiert sie euch auf jeden Fall im Laden einmal am besten hier rauf, ein bisschen am Hals runter und geht nochmal eine Stunde einkaufen. Denn tatsächlich ist es so ungefähr die Zeit, die diese Foundation braucht, bis sie ihren Endton erreicht hat. Also sie dunkelt auf jeden Fall nach. Das sehe ich nach 10 Minuten noch nicht. Das sehe ich aber nach einer Stunde und nach 2-3 Stunden sehe ich wirklich relativ gebräunt aus. Deswegen habe ich mir nochmal die 40W zum Reinmischen geholt und dann glaube ich, bekomme ich wirklich meinen perfekten Ton. Nur als Tipp
für euch, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ich empfehle euch, wenn ihr online bestellt, auf jeden Fall eine Stufe heller zu bestellen, als ihr normalerweise seid. Also solltet ihr Light Medium sein normalerweise, dann würde ich Light bestellen. Kommen wir mal zu der Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation Packaging. Wirklich genauso gleich und auch hochwertig wie bei Soeva, sind sehr, sehr ähnlich. Genau, bei Douglas kostet sie 48 Euro. Das ist echt viel, holla die Waldfee. 48 Euro. Leute, ich würde sie nicht bei Douglas bestellen, wirklich nicht. Ich verlinke euch beide Foundations bei Beauty Bay unten. Diese Foundation, die Anastasia Beverly Hills, ist bei Beauty Bay für 35 Euro drin. Also wenn ich jetzt hier bei Beauty Bay bin, muss ich sagen, große Beschreibung ist es hier jetzt nicht. Von der Deckkraft her auch genau beschrieben wie Soeva, Medium Coverage Foundation, Buildable, ja, Luminous Finish. Hier haben wir sogar 50 Shades, also 50 Farben. Formula that blends seamlessly into skin for natural luminous finish. Also 1:1 dieselbe Beschreibung wie auch bei Soeva. Natürlich, luminous und soll sich aber immer noch wie Haut anfühlen. Perfection in a bottle. Das finde ich auch eine sehr gute Beschreibung. Vegan, cruelty free. Ich schaue nochmal eben direkt bei Anastasia Beverly Hills auf der Seite, ob ich da noch mehr an Beschreibung finde. Steht eigentlich genau dasselbe, feels weightless, looks ultra fresh, man soll sehr, sehr fresh aussehen und looks great on its own, no need to set with a powder, also man sollte es nicht mit dem Powder, mit dem Puder setten müssen. Blurs any imperfections, also auch wieder dieses Weichzeichnen, was auch die Soeva verspricht. Also generell kann man wirklich sagen, die Beschreibungen von den beiden sind wirklich fast identisch. Und dann ist dann natürlich die Frage, kaufe ich mir beide, welche lohnt sich für mich, was passt zu mir vielleicht besser. Bei den Farben bei Anastasia Beverly Hills habe ich mich auch sehr schwer getan. Ich persönlich fand es unglaublich schwer, einen perfekten Ton zu finden, weil die Beschreibungen einfach völlig konfus waren. Und ich habe nämlich jetzt einmal die 270C. Das ist völlig verwirrend, C. Das ist ein mega warmer Ton, der richtig schön golden olive stichig ist. Stichig? Also ich glaube, ich habe selten so einen geilen Unterton gesehen oder gefunden, der so perfekt zu mir passt. Aber ich wollte, als ich auch die Swatches online gesehen habe und Bilder gesehen habe, unbedingt diese Shade haben. Auch wenn ich wusste, dass sie vielleicht so eine halbe Shade bis Shade zu dunkel ist für mich, weil ich die zum Mischen nehme mit einer helleren. Weil ich habe in genau dem Bereich, wo ich eigentlich bin, nicht meinen perfekten Unterton gesehen, gefunden, eingeschätzt. Und deswegen nehme ich die als Basis und mische sie 1:1 mit einer helleren, die auch den perfekten Unterton hat. Also genau das gleiche 160C. Ist aber beschrieben als golden. Und wenn ich diese beiden mit 1:1 mische, habe ich meinen perfekten Ton erwischt. Also ein Vorteil hat die von Anastasia Beverly Hills definitiv gegenüber von Soeva. Und zwar ist es das Nachdunkeln Oxidieren. Hier hat man, jedenfalls habe ich nichts feststellen können, kein Nachdunkeln, kein Oxidieren. Das ist so der kleine Nachteil an dieser Foundation. Hier ein kleiner Nachteil, wesentlich teurer. Hier ist der Preis einfach unschlagbar, meiner Meinung nach. Man hat und soll eben genau dasselbe Ergebnis haben. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich trage es jetzt erstmal mit euch auf. So, ich fange auf der Seite hier an mit der Soeva Foundation. Ich habe ganz normal heute Morgen meine Haut gepflegt, wie ich sie immer pflege mit meiner Routine. Kein Primer aufgetragen. Und die Soeva Foundation, ein Pump. Das ist das Maximale, was ich probiere auf einer Seite aufzutragen. Ihr könnt sehen, so super flüssig ist sie gar nicht. Ich benutze tatsächlich eigentlich immer einen Schwamm. Natürlich, wenn es um die Deckkraft geht, ist es vielleicht, wenn man ein bisschen mehr möchte, wirklich sinnvoller, erst mit dem Pinsel aufzutragen und dann nochmal mit dem Schwamm einzuarbeiten, je nachdem, was für euch besser funktioniert. Ich bin reiner Sponge-Typ, also aber auch dieses Luminous Finish kommt dann einfach nochmal ein bisschen besser durch, meiner Meinung nach. Einziger Nachteil ist, schluckt natürlich ein bisschen Foundation. Und ihr könnt jetzt schon sehen, schöne Deckkraft, wirklich Maximum Medium ist hier. Und es sieht jetzt schon aus wie eine zweite Haut. So, hier oben kann man das an der Stirn mal ganz gut sehen, wenn ich sie grob aufgetragen habe. Und jetzt schön einarbeite. Und das muss ich wirklich sagen, das geht bei der Soeva Foundation fix. Also das Einarbeiten und das Verteilen ist super easy. So, hier auf dem Bänkchen mache ich ein bisschen mehr Deckkraft noch. Die Nase. So, und das jetzt wirklich ein Pump. Also ich brauche eigentlich immer, je nachdem natürlich, bei manchen Foundations kommt mehr raus, bei manchen weniger. Aber ich brauche eigentlich immer so einen Pump pro Gesichtshälfte. Also zwei Pumps, mit denen ich meistens arbeite. Und ihr könnt es vielleicht sehen, also hier habe ich jetzt nichts drauf. Der Ton ist wirklich perfekt gerade für mich. Ne? Also wie gesagt, leider Gottes, in einer Stunde wird er nochmal eine Stufe dunkler sein. Aber jetzt gerade ist es perfekt. Ihr seht, wie gesund
die Haut aussieht, wie sie strahlt. Und ich zoome euch jetzt mal ran. Super healthy. Also es sieht einfach so unglaublich gesund aus, die Haut. Es sieht aus wirklich wie meine Haut. Sehr toll verbunden. Ich kann euch auch bei der Soeva definitiv sagen, also bei mir jedenfalls rutscht sie nirgendwo rein, betont nichts. Also sie verbindet sich so klasse und unglaublich toll mit der Haut. Also bin ich echt begeistert. Ja, my skin but better so in etwa. Und das wirklich better, also im Sinne von feiner. Ich finde, man sieht sehr schön, wie unglaublich fein meine Haut aussieht. Also auch feiner als vorher, wenn man das mal mit der Seite vergleicht. Ja, also ich kann nichts Negatives über die Foundation sagen. Rein gar nichts. Das Einzige, wenn es um Dosieren für die Foundation geht, wo ich ein bisschen einen kleinen Minuspunkt sehe, ist bei Soeva, weil ich kann jetzt nicht langsam runterdrücken. Das heißt, es geht nur einmal duff und dann kommt der eine Pump raus. Das finde ich zum Beispiel klasse bei der von Anastasia Beverly Hills. Hier kann ich richtig toll dosieren, wie ich das möchte. Also der Pumpspender gefällt mir bei Anastasia Beverly Hills wesentlich besser. Also ich kann sogar einen super kleinen Tropfen machen. Perfekt, wenn einem das wichtig ist. Mir persönlich ist es tatsächlich wichtig. Ja, und zwar nehme ich jetzt auch ein bisschen nur von der 270. Also ich mache keinen ganzen Pumpstoß. Ihr seht jetzt, wie toll das ist, wenn man so einen Pumpspender wirklich kontrollieren kann. Gerade wenn es ums Mischen geht. Jetzt noch die 160. Genau, ich vermische das immer einfach dann auf meiner Hand. Das Einzige, wo ich jetzt trotzdem aufpassen muss, ist, dass ich nicht zu viel auf der Haut verwende. Also ich probiere wirklich 1:1 dieselbe Menge wie bei der Soeva zu nehmen. Wie ihr sehen könnt, Deckkraft sofort von Anfang an, genau wie bei der Soeva Foundation. Ich muss aber auch sagen, wirklich, dieser Sponge ist so genial. Das ist der von NYX Cosmetics und ich benutze kaum noch einen anderen. Kommen wir mal zum Stichpunkt Buildable. Die von Soeva lässt sich aufbauen, aber ich finde nicht Richtung Full Coverage. Also sie lässt sich noch ein bisschen mehr aufbauen als jetzt, aber dann ist auch schnell die Grenze erreicht. Man kann sie aufbauen, ohne dass man groß, finde ich, merkt, dass es jetzt mehr verrutscht oder aufgesetzt auf der Haut aussieht. Also auch mit ein bisschen mehr noch aufbauen, sieht meine Haut genauso aus, wie sie aussieht. Da haben wir einen mini kleinen Minuspunkt. Bei mir ist es jedenfalls so, bei der von Anastasia Beverly Hills. Ich kann hier zwar mehr aufbauen Richtung Full, nicht ganz Full, aber auch Richtung Full, als die Soeva. Das heißt, hiermit ist mehr möglich, aber man sieht sie dann mehr auf der Haut. Und bei der habe ich dann schnell das Gefühl, dass es eben aufgesetzt aussieht, beziehungsweise auch ein bisschen dann so in meine typischen Fältchen rutscht. Das ist ein weiterer kleiner Unterschied zwischen denen. So ist es bei mir. Das muss nicht bei jedem so sein. Auch hier hole ich euch nochmal ran. Und ich muss wirklich sagen, so gerade nach dem ersten Auftragen, ich zeige euch mal meine Stirn. Hier Anastasia Beverly Hills, da Soeva. Kein Unterschied. Also das ist wirklich, die sind so ähnlich. So auf den Blick, muss ich sagen, erkenne ich gar keinen Unterschied. Die Foundations sind beide auch, seht ihr auch hier bei Anastasia Beverly Hills. Dieses Luminous Finish kommt auf jeden Fall durch. Finde ich unglaublich toll. Also beide Seiten sehen traumhaft aus bei mir. Ja, ich habe einen Tag tatsächlich beide Foundations ein bisschen mehr aufgetragen, wie ich es schon erwähnt habe. Dann habe ich einen Unterschied gemerkt. Dann gefiel mir definitiv die Soeva-Seite besser und Anastasia Beverly Hills sah dann ein bisschen too much einfach aus und hat sich dann nicht mehr ganz so schön und optimal auf der Haut verhalten wie die von Soeva. Da genau diese Deckkraft für mich das Optimum darstellt, also das ist wirklich perfekt so das, was ich liebe und mag, habe ich gar nicht das Bedürfnis groß noch aufzubauen. Jetzt nach dem Auftrag, Bombe, beide Farben sehen toll aus. So, ich trage die Foundation jetzt mal weiter über den Tag. Und ganz klar, das kann ich jetzt schon mal auch vorwegnehmen, beide Foundations haben einen sehr, sehr pflegenden, reichhaltigen Effekt. Also ich persönlich würde es so einschätzen, natürlich kann ich es nicht testen, weil ich kein öliger Hauttyp bin, würde diese Foundations nicht für ölige Hauttypen empfehlen, beziehungsweise Leute, die extrem Probleme mit öligen Stellen haben. Ja, also das, was beide Foundations versprechen, ich finde, man sieht es auch jetzt schon extrem toll und ich habe nichts drunter. Also meine Pflege ist schon ein paar Stunden her, ich habe das wirklich jetzt so auf die normale Haut aufgetragen, ohne Primer. Ja, und ich finde wirklich bei beiden das Finish, ich finde meine Stirn sieht toll aus. Ich habe selten Foundations, die an der Stirn so schön aussehen und es sieht einfach wirklich so gesund, so perfektioniert. Bei beiden sehr fein aus, obwohl ich finde bei Soeva noch ein bisschen besser, komplett verschmolzen meine Haut. Aber es ist wirklich ein minimaler Unterschied. Es ist einfach, es sieht so toll aus. Also ich kann nichts anderes sagen. Ich bin bei beiden gerade nach dem ersten Auftrag sehr, sehr begeistert. Und wir schauen uns das Ergebnis einfach mal in ein paar Stunden an und ich melde mich dann wieder.
So, mein Lieben, der Tag ist vorbei. Es ist jetzt knapp 22 Uhr. Ich habe die Foundation also seit 7,5 Stunden jetzt ungefähr drauf. Und ihr könnt vielleicht sehen, es hat sich tatsächlich von der Deckkraft her auf beiden Seiten nicht viel verändert. Sie ist überall noch gleich drauf. Also halten tun beide wirklich Bombe. Gerade dafür, dass es eher schon auf der pflegenden Seite ist und ein bisschen mehr glowy. Da kann man nicht immer davon ausgehen, dass die Foundations auch nach 8 oder 10 Stunden noch 1:1 aussehen wie vorher. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, bei den beiden ist es so. Mega Pluspunkt, aber beide von der Performance her, was die Haltbarkeit angeht, für eine Luminous Foundation richtig, richtig gut. So, jetzt kann man, finde ich, sehr, sehr gut sehen, abgesehen jetzt davon, dass ich hier Highlighter drauf habe, wie unglaublich gepflegt meine Haut aussieht. Bei meiner Stirn, gerade so hier in dem kleinen Kreis, müsste ich jetzt oder würde ich am liebsten ein bisschen abpudern. Auch beide haben genau den gleichen Glow, sage ich mal. Ja, könnt ihr auch sehen, dass beide Foundations auch über den Tag sich unglaublich reichhaltig entwickeln. Also ich finde, die Haut sieht bei beiden über den Tag schöner aus. Luminous, Nourishing, also all diese Sachen, wie sie beschrieben worden sind, kann ich nur voll zustimmen. Das ist aber auch der Grund, warum ich es eben für sehr ölige Haut oder Leute, die generell mit Ölzonen ganz doll Probleme haben, eher nicht empfehle. An der Stirn kann man das bei mir mal sehr gut sehen. Nirgendwo in irgendeine dieser Fältchen reingerutscht. Die Seite nicht, die Seite nicht. Nase, sogar auf der Nasenspitze. Also ein ganz bisschen ist hier durchgekommen, aber das ist bei mir mehr als normal momentan. Also beide verhalten sich wirklich sehr, sehr gleich. Also im Ganzen könnt ihr sehen oder beziehungsweise vielleicht auch verstehen, warum dieses Video so lange gedauert hat. Es ist unglaublich schwer, hier einen Favoriten oder einen Gewinner herauszukristallisieren. Das sind wirklich Nuancen, wo diese Foundation sich unterscheiden. Die Punkte, wo ich sage, ja, da ist es ein Unterschied und da hat vielleicht die ihre Stärke und die ihre Stärke, obwohl sie wirklich in den wichtigsten Punkten wirklich gleich performen. Pluspunkt, Anastasia Beverly Hills. Die Töne, sie bleiben, sie werden nicht dunkler, sie oxidieren nicht. Andersherum der Plusteil der Zoeva im Vergleich zu der Anastasia Beverly Hills, wie sie sich mit der Haut verbindet. Denn bei der Zoeva hatte ich das Gefühl, ich bin sicherer, egal ob ich mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger auftrage, weil man dosiert dann natürlich nicht immer 1:1 gleich, performt sie immer gleich und sieht immer gleich aus und verschmilzt einfach so zu 100% mit meiner Haut. Und bei der von Anastasia Beverly Hills muss ich ein bisschen aufpassen, weil sobald ich da ein bisschen zu viel generell auftrage, dann sehe ich auf einmal einen Unterschied. Also dann sehe ich ein bisschen mehr, dass ich was drauf habe. Es rutscht dann auch so ein bisschen mehr in die kritischen Stellen rein. Also das ist ein Punkt in der Handhabung, wo ich die von Zoeva einfach anwenderfreundlicher finde. Ja, einfach wirklich, es ist ein Hauch. Es ist wirklich ein Hauch an Unterschied. Also wie gesagt, die nehmen sich beide nichts, aber die von Zoeva ist noch mal ein bisschen feiner, ein bisschen besser verschmolzen mit meiner Haut. Am Ende des Tages, aufgrund des Preispunktes, ist tatsächlich Zoeva für mich der Sieger. Auch wenn hier der kleine Minuspunkt mit dem Nachdunkeln ist. Ich denke, wenn man da erstmal was gefunden hat, dann kann man damit auch gut leben. Und ja, zwei Foundations, die ich, wenn ihr genau auf das steht, und eben wirklich eine tolle Foundation mit einer schönen Deckkraft, mit einem Mega-Finish und so einem super luminous Finish. Über den Tag sieht es aus, als wäre eure Haut gepflegt wie sonst was. Wenn ihr genau sowas sucht und nicht zu so den super öligen Hauttypen gehört, dann glaube ich, seid ihr mit beiden Foundations sehr, sehr oder werdet sehr zufrieden. Ja, für mich sind hier tatsächlich wirklich das erste Mal beides Gewinner. Preis-Leistungssieger ist für mich Zoeva. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr noch nicht Abonnent meines Kanals sein, dann könnt ihr das hier sehr gerne nachholen. Guckt auf jeden Fall, dass ihr auch die Glocke aktiviert habt, dass ihr auch kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr noch mein letztes Video sehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.